Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Frühstückstalk. Ich bin ganz überrascht, hier steht 4 Zuschauer schon. Das ist ja mehr, als ich für möglich gedacht hätte. Was auch sehr seltsam ist, also die Sonne geht gerade auf. Trotzdem ist es hier draußen schon wieder. Ich verstehe das nicht. Ich muss gerade noch das Rollo runter machen. Damit ich nicht komplett weiß bin. Furchtbar. Verstehe es nicht. Eine Sekunde, dann geht's los. So, ja, das sieht doch schon besser aus. Ich weiß auch nicht, ob diese Kamera wirklich optimal eingestellt ist. Warum komme ich rein, du gehst weg? wegen der Jalousie. Also es war schon wieder zu grell alles. Irgendwie muss ich mir hier, glaube ich, nochmal ernsthafte Gedanken machen und wollte mit dieser Kamera reden. So, nichtsdestotrotz geht es quasi los. Irgendwas stimmt mit meinem Ton nicht. Oh. Das kann auch sein, dass mein Mikrofon nicht so geil ist. Ich habe natürlich jetzt keinen Soundcheck gemacht. Oh, ist mein Handy. Ich muss nochmal kurz weg. Mist, sorry. So, also ich starte es mal kurz hier auf dem Handy, wie ich selber Ton hören kann. Aber ich hoffe, dass eigentlich grundsätzlich alles in Ordnung ist. Wie kann ich denn hier mich selber angucken? So. Achso, jetzt muss ich nochmal was sagen, damit ich mich auch selber höre. Haha. Ach ne, aber eigentlich scheint es zu funktionieren. Ne, also an mir liegt's nicht, Schläferzucker, tut mir leid. Ich wechsle mal aufs Spiel. So. Ja. Final Fantasy Adventure. Es ist ja schon eine Weile her. Es fühlt sich Ewigkeiten an, weil ich zwischendurch ja sehr viel Xenoblade gespielt habe. So, ich kann noch einen Quick Load machen. Genau. Ach ja, ich bin hier gerade an der Knochenhöhle angekommen. Warte auf mich, ja. Komisch, höre nix. Sonst, ich sage erstmal Prost. Verschlossen. Dinge. Oh, ich hoffe, ich komme mit 7 Schlüsseln durch.
Wie geht die Karte auf? So. Eine Kaffeetasse habe ich auch verstanden. Prost, ja. Sehr gut. Gerade in einem anderen Stream gewesen. Leise flüstern, was zu hören. Aber eigentlich müsste es gehen. Also, ich verstehe das nicht. So, die kann ich bestimmt kaputt machen mit dem Morgenstern. Leute. Anderen auch nichts, wenn ich nur wüsste, wo das Problem liegt. Ach, da unten geht's doch nach oben weiter, ja. Gut. Mach ich das mal. Ist ja noch eine Tür übrig. Ach, hier ist bestimmt was mit den Kürbissen. Kugel des Schlafs gefunden, ja. Aha. Damit ich auch wirklich wach bin für diesen Boss. Lecker.
Oh, 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 heilen. So, jetzt höre ich was. Ja, wunderbar. Einen wunderschönen guten Morgen, Schläferzke. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wie geht's dir? Danke für deine Erklärung auf Twitter, was Pfingsten denn zu bedeuten hat. Hier ohne Ton zugucken würde, aber so ist besser. Oh. So. Krake bezwungen. Mir geht es gut. Dramatische Bettenaufbauwochenende gehabt. Oh. Das klingt aber, als würdest du deiner Gesundheit etwas Gutes tun. Stimmt, ich erinnere mich an irgendwie was von wegen, wird es abgebaut und jetzt kommt es erst einen Tag später oder so. Oh, wie cool die Musik ist. Weil das Bett erstmal soweit ist, dass man darauf schlafen konnte, hat es echt gut. Oh je. Yeah. So, wir gehen direkt in die nächste Höhle. Ich den allen keinen Schaden machen? Samstag angefangen, war aber Samstagabend noch nicht fertig, also gestern dann weiter. Ach du meine Güte. Was für ein Bett ist das denn? Oh ne, Sichel ist zu schwach. Eisschwert, das wollte ich nehmen. Nächster Level, yay. Die Aufbauanleitung war für den Bobbes. Ach so, na ja, gut, das ist natürlich doof. Hast du das einfach nicht bei Ikea gekauft? Die Aufbauhilfe mussten Samstag dann doch frühzeitig weg. Oh, das ist aber fies. Bei Netto bestellt. Ich wusste nicht, dass die auch Betten haben. Kauf bei Netto immer nur mein ganzes Essen ein. Weil er ist bei mir direkt bei der Arbeit gegenüber. Ah, okay. Hast du denn dann auch eine neue Matratze dafür gekauft oder in Anführungszeichen nur das Bett? Weil ich finde es immer schwierig, dann so ohne Probe liegen und so. Wenn die Matratze noch gut ist. Die alte Matratze war plötzlich gerade und ohne Mullen. Ja, Mensch, was so ein Bett ausmachen kann, ne?
Warum geht's denn hier nicht weiter? Da war ich ja schon. So, nur bitte dich konzentrieren. Was machst du da? Ich bin in der Knochenhöhle. Und ich weiß nicht mehr, warum ich hier hin wollte, aber es war wichtig. Versuche den Ausgang zu finden. Genau hier wollen wir das Mana-Schwert holen. Das war's. Ich weiß nicht, ob es das Mana-Schwert ist, ob das hier auch schon so heißt, aber... Oh nein! Oh nein, wann habe ich denn zuletzt gespeichert? Beim Betreten dieser Höhle, ja... Okay. Load the Quicksave-File, yes. Ich mache trotzdem mal einfach meinen Guide nebenbei auf. Ich habe keine Lust, da so Ewigkeiten drin rumzusuchen. Dass mir wenigstens ein bisschen eine Idee habe, wo ich hin muss. Go down the stairs to the next room here and save Kraken boss, bla bla. Path opens, you know it was too good to be true. A dungeon this short, late in the game, not gonna happen. Exit to an island, go around the mountain into the next cave. Follow the path until you get here. Ist das ein Bild von einem Raum, wo ich aber noch nicht gewesen bin? Okay. Das nenne ich mal Zuschauer-Service. Ich habe nur die Hälfte mitbekommen, aber du wiederholst nochmal alles. Ja, natürlich. Ich habe es vorhin auch nicht erzählt, da hatte ich es nämlich auch schon wieder vergessen. Deswegen eigentlich ganz gut, dass du fragst. Leben habe ich. Das ist ganz schön viel. Ach, guck an, hier kann ich durch.
Alright. Ah ja, das ist sogar die Stelle, die im Guide beschrieben ist. Dann bin ich ja richtig. Kann ich keinen Schaden machen mit dem Eisschwert, dann hoffentlich mit dem Flammen der Flammenpeitsche. Nee, scheinbar auch nicht. Das ist sehr effektiv gegen den Morgenstern. So, was haben wir denn hier? Blätter. Also, ich muss in diesem Raum hier dreimal die Waffe wechseln. Nee, hä? Was mit dem Schwert? Wie kriege ich denn hier die Pflanzen weg? Auch mit einer Sichel vielleicht. Ah, oh nee, das sind doch jetzt nicht hier zwei Schalter, wo ich wieder so Eumel draufstellen muss, ne? Och. Uff. Ja, warte, dann kann ich schon mal den richtigen Zauber auswählen. Und speichern. Sollte ich mich freuen, vielleicht noch. So, dann wieder Eismagie. Speichern. Juhu! So, und dann laden. So, nee, Quatsch. Das ist ja einfach Reset. So, Eis ist on, genau. So. Und jetzt, jetzt brauche ich den wahrscheinlich gleich kaputt mit dem Dings, ne? Jetzt zu früheilig. Früheilig ist auch ein sehr schönes Wort. Ja. Ja, kann ich direkt nochmal neu laden. Und dann kann ich mir auch da einen Quicksave-Punkt gleich hinsetzen. Den Schneemann weggesichelt, ja, genau. So. Mach ich mir einen Quicksave-Punkt hin. So. Ne, ist auch nicht gut. Ich glaube, ich muss erst oben dieses Zeug wegsicheln.
Och, komm, ey. Da hat niemand Zeit für. Der kann ja schon jedenfalls hier auch mal rüberkommen. So. Jetzt neuer Quicksave-Punkt. Das ist ja kein Cheaten, das ist nur umgehen selbstfabrizierter Bugs. Also das würde ich jetzt wirklich nicht als Cheaten bezeichnen, weil das ist einfach nur nervig, diese Stelle. Also. Denn nichts mit Unvermögen oder so zu tun. Ja, schade. Nur die Dinger nicht richtig ausgelöst. Wie sie sehen sie nichts. Ja, aber irgendwie so geht das, glaube ich. Warte mal. Was steht denn hier im Guide drin? This next game follows the path until you get here and go up into the next room. In the next room, Metox the west wall. Remember the sickle? Ah ja, genau. Use it to cut the vines, then cast ice on two enemies and place them on the switches. A staircase will appear. Go downstairs and follow the path. Okay. Joa. Mit so Schieberätseln und so, da habe ich ja gestern wieder bei Baba Is You ganz viel gelernt. Ist auch ein abgefahrenes Spiel. Aha, so. Standen halt nicht richtig drauf. Ja, aber das ist halt auch doof. Weil sie standen ja schon drauf. Und dass das Spiel dann so ungenau ist. Und es manchmal halt einfach nicht auslöst. Und dann kannst du ja auch nichts mehr machen. Also, ich kriege die dir aus der Ecke auch nicht mehr raus. Das heißt, ich muss neu laden. Jetzt war das Geräusch für diese Gegner nehmen keinen Schaden. Immer noch nicht. Buhu. Das ist Lava. Oh ja, ui. Die hat mir 100 Leben abgezogen. Und da sollte ich vielleicht nicht durchgehen. Wunderschönen guten Morgen, Krimi Master. Hi. Noch jemand, der aus dem Bett gefallen ist. Das freut mich ja. Oder ist in. Ne, in Bayern ist heute auch Feiertag, oder?
Dürfte überall in Deutschland Feiertag sein, ja. Ich habe eben Radio gehört und da lief vorher die ARD-Hitnacht. Und da haben sie auch gesagt, dass. Also da haben sie auch nicht das irgendwie regional eingeschränkt mit dem Feiertag. Sie auch ganz Deutschland einen schönen Feiertag gewünscht. Wir nehmen ja jeden Feiertag mit. Ja, natürlich. In welchen Bundesländern gibt es eine ganze Woche Ferien? Ich meine, früher zu Schulzeiten hätte ich auch eine Woche Pfingstferien gehabt. Aber nicht lange. Irgendwann gab es ja nur noch den Dienstag dazu. Also da war halt Montag, sowieso Pfingstmontag und Dienstag war Pfingstferien. Dann hatten wir eine 3-Tage-Woche. Cross the lava and go through the door. Ach was. Das ist ja frech. Und auch keine Zeitumstellung hier. Dann muss ich hier doch einfach jetzt durchlatschen, oder was? Aber das ist doch tödliche Lava. 2 Wochen Ferien. Oh. Ich darf seit Donnerstag wieder ins Büro. Ja, das ist ja toll. Ich hab morgen Büro. Oh je. Ja, ich verstehe das auch nicht so richtig. Das ist irgendwie. Einfrieren kannst du die Lava nicht. Das ist eine gute Idee. Aber ich glaube fast nicht. Nee. Da muss ich mich doch erst einmal wieder voll heilen. Ja, aber wäre cool gewesen. Da ist noch ein Superleben 1. So, nochmal speichern. Es ist schon seltsam irgendwie, dass ich da einfach so über die Lava rennen muss. Nervige Musik, ja, das stimmt. So besser. Ah, Hilfe. Oh. Komm, ey. Leer. Das verstehe ich auch nicht. Ich habe die Musik von dem Spiel hinterher ständig als Ohrwurm. Oh je. Das tut mir leid. Also stellenweise hat das Spiel echt coole Musik auch. Aber in den Dungeons ist es manchmal leider doch echt nervig. So, Wille? Nee, Reife, oder? Kraft. Ja, wow, muss ich jetzt hier immer wieder über die Lava rüber oder was? Das ist doch super dumm. Thank you.
So. Heilen. Verschlossen. Boah. Auch das noch. Habe ich noch Schlüssel? Ja, auch 5 Stück noch. Sehr gut. Wahrscheinlich nicht so schlau, direkt nach dem Verbrauchen eines Schlüssels zu speichern, aber halten die denn aus? Oh Mann, ey. Axt des Zeus gefunden. Ui. Das klingt mächtig. Zeus, da ist er. 92. Hat sich auch gelohnt, hier durch die Lava zu rennen. Zwei sind ein schwerer Nutter, ja genau. Mann, das nervt mich gerade schon ein bisschen. Dass so viele in diesem Fall dann wohl schwere Töter. Das nervt mich schon ein bisschen, dass ich hier so oft die Waffe wechseln muss. Und hier geht es ja auch scheinbar schon wieder nicht weiter. Das heißt, ich muss gucken, ob die Wände kaputt sind, also kaputtbar sind. Da brauche ich dann wieder den Morgenstern für. Oh, heilen wäre nicht verkehrt. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Achso, da rechts oben geht es noch weiter. Dann schauen wir da nochmal rein. Schon wieder fast tot. Ach genau, ja, ich wollte mich ja eben heilen und das ging nicht. Genau, so war's. So, hier kann ich auch langlaufen, ha. Raum, um neue Tränke zu sammeln. Dass sie überhaupt einfach über Lava laufen kann. Ja, das ist. Ich finde das halt schon irgendwie doof, dass das quasi so von mir verlangt wird. Und es keinen anderen Weg gibt. Also, ne? Dass ich ja gezwungen bin, Lebensenergie zu opfern. Ja, achso, hier oben war ich noch nicht genau. Da bin ich irgendwie diesen blöden Ninja-Typen. Lang gegangen. Hier vielleicht? Aber wie groß ist denn dieser Dungeon bitte? Lass mal wieder speichern. Sicher ist sicher. Wissen wir ja nicht, ob es vielleicht noch einen anderen Weg gibt, oder?
Nee, wissen wir nicht, aber ich habe ja nebenbei hier noch eine Komplettlösung offen, weil es teilweise doch sehr kryptisch ist. Da stand auch drin, just move through the lava und fertig. Deswegen vertraue ich da einfach mal drauf. Zeus-Axt. Nämlich 92. Komplettlösung zählt das dann als durchgespielt. Ha, natürlich. Ich spiel's ja selber. Es ist ja kein Rätselspiel in dem Sinne, dass ich mir etwas von meiner eigenen Leistung dadurch ne? wegnehmen würde. Die Lösung selber zählt er natürlich als durchgelesen. Ja, so ist es. Oh, ich hasse das. Warum kann ich denn so viele Gegner nicht, also mit so vielen Waffen einfach nicht angreifen? Verschlossen, ja, dann versuche ich erstmal die andere Tür. Denn Schlüssel sind ja in diesem Spiel ein sehr seltenes Gut. Blockt mir die Truhe den Weg. Oh. Mit dem Morgenstern konnte ich die kaputt machen, oder? Das klang in der Theorie bestimmt voll gut, dass man immer die passende Waffe auswählen muss. Ja, also oft ist das auch gar nicht so schlimm. Also am Anfang war das noch cool, aber mittlerweile muss ich halt irgendwie zwischen drei verschiedenen Waffen durchwechseln. Das ist schon ein bisschen nervig. Sag's wie es ist. Also weil die teilweise, wobei am Anfang, da war es eher so, da konnte ich die Gegner schon noch mit allen Waffen bezwingen. Da hatte ich eher andere Sachen, dass irgendwie Bäume im Weg waren, die musste ich dann mit der Axt wegmachen. Oder dass ich mich mit der Peitsche irgendwo rüberschwingen muss. Das war schon ganz cool, weil das kam irgendwie alle, weiß nicht, 5, 6 Räume vielleicht mal vor, wenn es hochkommt. Aber jetzt muss ich ja quasi in jedem Raum mehrfach irgendwie durchwechseln. Das ist schon nervig. Achso, jetzt bin ich wieder hier. In dem Raum. Ach, ich muss meinen Gen entschuldigen, es war gestern ein bisschen später geworden. Ja, und scheinbar kann ich ja nicht mal mit der Waffe, die ich hier in diesem Dungeon gefunden habe, alle besiegen. Die Idee, das hat bei Link auch super funktioniert, dass die Waffen dauernd kaputt gehen. Ja gut, kaputt gehen ist ja hier nicht der Fall. So, hier muss ich nochmal die Sichel benutzen. Och, komm ey. Nein! Also ich muss sagen, der Analogstick von dem Pro-Controller, der ist echt, der hat einen super geringen Druckpunkt. Also ich kann euch das mal zeigen hier. Ich bewege den wirklich kaum. So. Da muss man ganz minimal antippen. Das ist halt das Problem, wenn ich jetzt nur einen nach oben will oder nach unten.
Weil ich bin ein Grobmotoriker, ich drücke ihn immer ganz runter. Aber ein Spiel muss ich dauernd die Waffe wechseln. Ja, stimmt, ja. Achso, da kann ich den in den Einstellungen irgendwie kalibrieren vielleicht. Wie stark der Calibrate Control Sticks. Das ist ja verrückt. Press the control stick, you want to calibrate, yes. Ja, hier ist es so. Also hier muss ich wirklich bis zum Rand gehen, also bis zum Anschlag gehen. Damit der auch bis zum Rand geht. Ha. Verrückt. Geht das auch mit den normalen Switch-Controllern? Bestimmt. Also deswegen habe ich mich ja echt angewöhnt, dass ich im Menü einfach hier mit dem D-Pad die Sachen auswähle. So, Sichel wollte ich nehmen, ne? Ah, bringt auch nichts, schade. Ah. Das war das Geräusch für, hier ist eine Wand hinter. Ein Raum hinter. Hä? Achso, es ist. Oder habe ich oben das Ding ausgelöst mit dem Schlagen? Mein Linker, also das, was du gerade gezeigt hast, hat einen nach oben drei. Selbst wenn ich ihn nicht betätige, laufen meine Ohrmenschen nicht nach vorne. Ja, das ist aber auch ein leider häufiges Problem. Ach witzig, jetzt dachte ich, ich würde die Wand öffnen, also hauen. Aber durch den Rundumschlag von der Sichel ist oben das Event getriggert und das ist halt so ein Heilbrunnen. Nervig, wenn Link an der Klippe stand oder so. Ja, das glaube ich. Quicksave ist hier übrigens kein Schummeln. Was einfach nur, weil es schneller geht. Denn ich kann ja auch im Spiel die ganze Zeit immer speichern. So, hoch und dann rechts. Ach, das ist das, wo ich den Schlüssel brauchte, ne? Ja. Dann probiere ich das doch mal. Ein paar Schlüssel habe ich ja noch, ne? Genau. Was ich sagen wollte, leider ist das mit den Joy-Cons ein häufiges Thema. Also der sogenannte Joy-Con-Drift. Kannst du mal googeln, das ist ein ganz häufiges Problem. Yay. Hat damals eine Batterie eingebaut. In den Modulen, ja, stimmt. Ja. Da war tatsächlich eine Batterie drin. Ja, dieser Raum zum Beispiel hat sich überhaupt nicht gelohnt. Also auch bei den ganzen anderen Super Nintendo Spielen, so überall wo du speichern konntest, da war eine Batterie drin. Und es ist auch tatsächlich so, dass die irgendwann leer sein können. Und dann ist dein Speicherstand leider weg und du kannst auch nicht mehr neu speichern. Nee, Quatsch, ich wollte Magie auswählen. Ach, guck an, hier geht's doch weiter. Also war das jetzt wieder einer dieser Räume, wo ich einen Schlüssel haben muss? Auch crazy. Oh. Speicher mal. Wir haben alle ein Schloss.
sogar drei Schlüssel haben, ja. Jetzt geht's hier einfach weiter. Aha, das wollte ich noch eben machen. Bevor ich wirklich weitergehe. Ach so, ja, okay, da muss ich wohl in die rechte Tür rein. Oh nein, hier ist wieder Endfrier-Action angesagt. Erst mache ich meinen Eiszauber an. Ist wieder Schneemannzeit, ja. Dann Quicksave. Ah ja. Ich friere einfach alle ein. Brauche ich mich damit nicht mehr rumschlagen. Oh. So. So. Jetzt mache ich nochmal einen Quick Save. Jetzt habe ich sie alle schon als Schneemann. Dann brauche ich sie nicht nochmal einfrieren. Mit dem RC-Eiszapfen, ja. Also das finde ich eigentlich schon ganz niedlich, dass man so Schieberätsel hat. Oh nein, das ist ja... Ich hab's doch verbockt. Da komme ich hier noch. Seid nicht dran? Nee, ne? Shit. Ah. Ja, jetzt muss ich leider doch nochmal den Raum neu machen. Ach, Mann. Also jetzt überspeichern. Dann Reset machen und ach, ärgerlich. Der Trick ist, wenn ich ein Reset mache, dann sind die Gegner wieder da. Jetzt muss ich aber wirklich darauf hoffen, dass sie hier oben sich so positionieren, dass ich sie einfrieren und ordentlich verschieben kann. Den kann ich auf jeden Fall schon mal. Oh. Haha, so. Das muss ich auch noch einfrieren, damit er mir nicht immer im Weg ist. Nein! Oh nein, das war wahrscheinlich jetzt zu weit. Die Hitbox von den Dingern ist halt auch super kacke. Es passiert ganz schnell, dass ich aus Versehen... Ja, der ist wahrscheinlich auch schon zu hoch. Oh, doch nicht. Oben nochmal runterschieben. Ja, aber ich glaube, da würde ich auch gar nicht mehr drankommen. So, und speichern wieder. Puh. Es hätte mich aber nicht gewundert, wenn es nicht gepasst hätte. Ist halt leider auch so. Und bitte jetzt hier... Ah, Boss. Oh! Das ist meine stärkste Waffe, die Zeus-Axt, ne? Deshalb hatte ich das geschrieben, bevor du auf der zweiten Position geschoben hast. Ach so. und als Zauber hätte ich gerne wieder meinen Heilzauber an.
Dann saufe ich mir vorher noch einen Trank rein. Boah, erstmal einen normalen Magietrank. Füllt der auf? 8. Joa, da kann ich mich jetzt 7-mal heilen. Das ist, glaube ich, ganz okay. Oh. Aua. 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 Du lässt dir die Zunge raushängen, ja. Achso, von unten kann ich ihm jetzt auch im Ballform Schaden machen, oder wie? Ah. Okay. Einmal kurz einen neuen Trank trinken. Das ist Magie. Ist auch schade, dass ich den nicht direkt aus dem Menü heraus nutzen kann. Aber ich glaube, das ist einfach dem Alter des Spiels geschuldet. Mir gefällt ja schon, dass ich das so offensiv spielen kann. Hier nicht die ganze Zeit in Deckung gehen muss. Das ist ja doch wieder ein großer Unterschied zu Zelda ist zum Beispiel. Weil da kann ich halt nicht sagen, dass ich Heilzauber haben möchte und viel auf dicke Rüstung gehe und sowas. Rostiges Schwert erhalten. Ach ja, deswegen waren wir ja hier. F-Zog. Ein rostiges Schwert? Soll das das Excalibur sein? So, ach ja, wir sind hier auf der Insel angekommen. Und der Dodo ist, ja, leider in einer Ecke und die will nicht drankommen. Jetzt kommt schöne Musik. Excalibur war doch Ewigkeit in einem See, das rostet natürlich. was soll ich aber erstmal einkaufen? Gleich direkt wieder ab. Verkaufen, was habe ich denn? Schlaf brauche ich nicht. Haha. Wo habe ich den Schlüssel gefunden? Die Streitaxt kann dann weg, weil ich habe ja die Zeus-Axt. Schlaf brauchst du nicht, jeder braucht Schlaf. Nein, nein. Kraftschwert brauche ich auch nicht. So, und jetzt kaufen. Ach so, hier kann ich gar keine Schlüssel kaufen. Das ist ja doof. Naja. Achso, ins Bett gehen kann ich hier auch nicht. Naja. So, wohin sollte ich denn das Schwert nochmal bringen? Du darfst mit in den Laden. Na klar, der darf alles. Ach, jetzt. Ist hier auch wieder so eine Sache, dass ich diese Dinger hier nicht kaputt machen kann. Wie ist der denn eben da oben hingekommen? Also hier wäre es natürlich schon cool, wenn er jetzt eben, als ich das Schwert bekommen habe, gesagt hätte, es ist das Schwert, das muss ich jetzt zu so und so in dem Dorf so und so bringen.
Weil so ist es jetzt halt irgendwie eine halbe Woche her, dass ich das gespielt habe. Und ich habe keinen Schimmer, was ich machen muss. Aber ich guck mal auf die Uhr und es ist schon 7. Das heißt, es ist eigentlich Zeit für eine neue Tasse Kaffee. Dann versuche ich aber erstmal hier den richtigen Ausgang wieder zu finden von der Insel. Dann, wenn wir auf hoher See sind, dann kann ich mir auch einen neuen Kaffee machen. Die Lanze, die ich nie benutzt habe. Sehr bekannt vor hier. Ich glaube, gleich können wir ausschiffen. Oder muss der uns in der Burg? Oh, ein Händler. Hier kann ich bestimmt Schlüssel kaufen. Ja, sehr gut. Hier hast du deine Ware. Schluss. Dieser Weg ist. Aber die Musik mag ich. Ach, guck, ich kann nicht rüber. Und dann kann ich da wieder aufs. Genau, und hier muss ich jetzt nämlich die Peitsche auswählen. Und so war das halt am Anfang des Spiels, dass man hin und wieder mal eine Waffe auswählen muss, um irgendwo hinzukommen. Das ist eigentlich cool. So. Dann sind wir jetzt auf hoher See. Das bedeutet, ich kann mir nicht Kaffee machen. Die Dodo-Musik ist schön. Ja, soll ich euch die anlassen? Also nee, das ist doof, weil dann kann ich gleich die Pause nicht rausschneiden. Das möchte ich eigentlich nicht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich Aber ist eigentlich egal. Ja gut, dann mache ich einfach so Pause. Aber kann ich hier nicht auch so jetzt irgendwie einen Marker erstellen? Warte mal, da muss ich einmal kurz in mein Stream Deck Option reingehen.
Twitch. Clip erstellen, Streammarker erstellen. Marker. Ja, dann ist jetzt Pause. Viel Spaß mit der Musik. Bis gleich. Oh, einen wunderschönen guten Morgen. Hey, wir wurden geradet. Und ich war nicht da. Dankeschön, Fab. Wie geht's dir? Warum bist du so früh wach? An einem freien Tag. Und herzlich willkommen bei Mystic Quest. So, aber Dodo war da. Ja, gut, dass ich nicht die Pause-Szene angemacht habe. Auf jeden, bitte. Ja, geil. So, ich muss leider trotzdem einmal kurz überlegen, wo wir hin müssen. Ich glaube, die ganze Nacht durchgebasht. Ach so, ah ja, natürlich, der Klassiker. Ich denke mir ja immer, wenn ich hier morgens streame, dann kommen die ganzen Frühaufsteher. Aber meistens sind es Leute, die noch wach sind. Dann wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht. Minecraft Dungeons. Das kenne ich gar nicht. Also, das ist ein eigenes Spiel, weil es gibt ja Minecraft, also Story Mode und sowas. Ich glaube, hier musste ich rein. Oder hast du in Minecraft Dungeons gemacht? Das gibt's ja auch, glaube ich. So, jetzt kann ich hier an Land gehen. Angenehmer Morgen, mein Lieber. Also ein eigenes Game wie Diablo 3, finde ich. Ah, okay. Das klingt tatsächlich interessant. So, vom Dodo absteigen. Warte auf mich. Und zuletzt einen Haufen Werbung auf Twitter zu sehen. Ach,
genau, hier der King. Vielen, vielen Dank. Zipper wartet im anderen Raum. Achso. Ne, muss ich sagen, habe ich gar nichts von mitbekommen. Aber ich habe auch, also ich benutze die Twitter-Webseite kaum. Deswegen sehe ich da fast keine Werbung. Ich könnte nochmal kurz speichern. Feuchte Hände drücke und fertig. Ja, ne, da ist noch, das ist der König, der ist noch von einer anderen Quest. Der einzige Weg. Enthülle den dunklen Turm. Dunkler Turm. Achso, was ich noch fragen wollte, gerade bei dem Raid hat das geklappt mit der Emote-Fontäne. Ich hatte da gestern noch ein bisschen was rumgebaut. Ich hätte eigentlich so einen Sprudel von Emotes hochschießen müssen. Ich weiß nicht, ob das gekommen ist. Ja, hat geklappt. Sehr gut, das freut mich. Ja, genau, gute Nacht, Ferb. Danke für den Raid und bis zum nächsten Mal. Ciao. Waren jede Menge Gesichter. Haha, geil. Dunkler Turm in der Kristallwüste? Wie denn? Das Schwert wird dir helfen. Verwende es in der Höhle der Ruinen. Du wirst staunen. Noobface. Ja, guck, das geht auch. Aber das ist... Och, wie doof, das ist ja auch so klein jetzt. Ich dachte, das wäre größer. Ah, das ist ja ärgerlich. Ich dachte, ich hätte das nur für die Fontäne kleiner gemacht, damit die sich schneller bewegen. Da kann ich aber direkt mal nachschauen. Denn das interessiert mich dann doch. Ich muss leider kurz einen Bastelstream anmachen hier. So, Emotes. Settings. Emotes halt. Ah, ne, das gilt. Oder wenn ich den hier größer mache, auf 116? Ne. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ich kann das auch nicht trennen. Ja, nee, da muss ich mir nochmal was überlegen. Dann muss ich die, glaube ich, doch wieder größer machen. Weil ich kriege ja öfter die Emotes im Chat, als dass sie im Dings sind. Dann probiere ich das hier noch. Also nee, erst speichern. Dann die Szene aktualisieren. Streamlabs Emotes, ja. Und einmal einen Host simulieren. Jo, das sieht gut aus. Gut, dann kann es jetzt ja weitergehen. So, verwende es in der Höhle der Ruinen, du wirst staunen. Aber wo ist denn die Höhle der Ruinen? Das Möpfer ist auch wieder größer, ja. Du kannst auch mit warte mal, wie ist das? Möb F0 bis Möb F3, glaube ich, die einzelnen Dinger auslösen, genau. Wobei die, glaube ich, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Oh. Dieses rostige Schwert soll solch große Macht haben. Das legendäre Schwert zeigt seine wahre Macht, erst wenn du seiner würdig bist. Wenn wahrer Gemma-Ritter bist, wird es helfen. Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich weiß nicht, ob... Keine Sorge. Nun geht. Die Höhle der Ruinen, oh, jetzt kommt was Wichtiges, ist in der Wüste bei Ish. Ish, Ish, Ish. Frage Dr. Bobov. Er kennt sie gut. Ja, wo ist denn Dr. Bobov?
Bei Ischke, ja. Der einzige Weg, enthülle den dunklen Turm. Dunkler Turm, oh. Will ich diese Tage nicht hingehen, ja. Aber gut, es ist ja eigentlich ganz gut, dass der ganze Dialog nochmal wiederholt wird. Also kann man, selbst wenn man es vergessen hat, irgendwie nochmal fragen. Ja, Dr. Bobov, der war in dieser anderen Stadt, wo ich nicht mehr weiß, wo das war. Ich glaube, ich muss noch mal kurz so halb schummeln. Und zwar mache ich hier jetzt mal... Ach Mist, ich habe den zweiten Marker für das Rückkehr aus der Pause nicht gemacht. Aber ist egal, weil wir wollen ja den Raid mit drin haben eigentlich. Ich mache ja gerade Firefox auf. Und öffne die Karte. So, jetzt können wir nämlich gemeinsam rätseln, wo denn wohl Dr. Bobov war. Cave of Snowfields in Lorem, glaube ich, ne? Nummer 28. Ja, ne, da bin ich gerade. So eine Goldfischgedächtnis, ja. Wüste. Ich könnte natürlich auch einfach den Guide hier aufmachen. Und dann können wir den gemeinsam lesen. So, wir sind. Das hatten wir auch. If that rolls up, blah blah, automatically exits the cave, getting a chocobo. Talk to Silver, he will tell you right off the blue. It's the only way left to reveal the dime toe, whatever it means. In the desert near Ish, go to ask Dr. Bow Wow about it. You head to the old man, go to Ish and talk to Bow Wow. Ach so, ja, Ish, genau. 38 Ish. Ja, da hast du besser aufgepasst als ich. Wo ist denn 38? Da! Wie kommen wir denn da hin? Ach, da oben! Das heißt, ich kann jetzt von hier aus einfach hochschwimmen und dann hier anlegen und dann hier durchrennen. Das ist gut. Ja, weil englische Karte, dabei ist die Schrift so klein. Ja, dann machen wir das doch. Blöde ist, selbst wenn ich jetzt hier Firefox minimiere, ist ja immer noch darüber. Da muss ich mir vielleicht nochmal was überlegen. Aber egal, ich mach den einfach zu. Ja, alles schließen. Und dann geht es weiter. Oh nein, ich wollte dich nicht hauen, Dodo. Es tut mir leid. Weil ich glaube, diese Karte war damals beim Spiel auch mit dabei. So schreibt der Dodo aus dem Ende als Chicken Döner. Nein! Denn die Looney Moon, die neulich auch mal hier kurz dabei war, die hat mir nämlich danach direkt von Twitter irgendwie ein Foto geschickt. Auf Twitter ein Foto geschickt. Wo sie hat mir die. Sie hat nämlich diese Karte. Sie hat das Spiel halt original auf dem Gameboy. Nicht nur in der Collection of Mana, so wie ich. Und da war die Karte dabei. Damals war so manches noch mit dabei. Zum Beispiel schöne Spielanleitung. Ja, das stimmt. So, das hier ist halt doch, ne? Ja, genau. Endlich! Du brauchst doch den Bombenzauber. Oh!
Dieser Zauber wird von einem Sensenmann bewacht. Gehe nach Norden in die Palmenwüste und besiege dort den Sensenmann. Okay. Nach Norden in die Palmenwüste. Ja, okay. Ich mach mal eben den Firefox auf, damit wir gemeinsam auf die Karte gucken können. Oh Mann. So, weil das Problem ist, hier im Norden ist halt nichts. Also, Unlessy Volcano, nee. Cave of Palmy Desert, das hört sich gut an. 37. Wo ist das denn wohl? Da. Okay, also Norden und dann. Okay, dann kann ich ja wirklich einfach von hier aus nach oben, dann komme ich hier raus und dann da rein. Ja, okay. Das sollte machbar sein. Breath of the Wild hatte ich mir deshalb physisch geholt, weil ich da noch gedacht hatte, da wäre auch wieder so eine hübsche Anleitung bei, aber nur der Chip. Ja. Ich. Ja, deswegen bin ich ja ganz froh, wenn es eine Collector's Edition gibt. Also die habe ich mir natürlich von Breath of the Wild damals auch gekauft, aber da war auch kein Handbuch oder so mit bei. Also da war, glaube ich, das ein Artbook auch. Ach genau, da war das Schwert war da drin, das Master Schwert. So eine Replika. Die ist auch echt cool. Da bin ich sehr froh drum. Auch wenn ich das Spiel jetzt nicht so toll fand, aber so ein Master Schwert Ding, das wollte ich eigentlich schon immer haben. Und eine Soundtrack-CD, was eigentlich heutzutage auch irgendwie überflüssig ist. Wobei beim Xenoblade-Soundtrack, das war ziemlich cool, da war eine Schallplatte mit bei, mit dem Soundtrack. Und die sieht aus wie das, wie nicht der Griff vom Schwert. Also, warte mal, das kann ich mal kurz zeigen. Ach genau, das sieht man ja hier auch. Das ist das Schwert, also der oben ist der Griff. Dann kommt dieser komische Kringel und den haben sie auf die Schallplatte drauf gemacht. Als den runden Part. Das war schon cool. Magst du Gimmicks einfach? Ja, ich auch. Also ich kaufe mir lieben gern Collector's Editions. Juhu, endlich wieder im Dungeon. Aber ich könnte mal wieder speichern. Denn das habe ich schon lange nicht mehr. Ja, schon lange keins mehr. Ja, genau. Ach, jetzt kann ich den wieder nicht der Axt angreifen. So, das mag ich ja. Jetzt kann ich hier nicht rein, weil der. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Meine Güte. Oh. Wie krass, der hat mir einfach 100 Leben abgezogen. Die sind aber alle so stark irgendwie, ne? Oh. Ich war schon durch. Oh. Oh, der Sensenmann. Oh. Oh, oh, oh. Schnell Heilzauber ausrüsten. Ja, ich zauber einfach Leben, dann kann mir nichts passieren. Oh, 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 oh. Ja, haut aber ganz schön zu. Aua. Nämlich einen Tartarossos.
Tantalus, meinst du? Ja, stimmt. Schon irgendwie geil, auch dass er einfach Sensenmann heißt. Im Boss Oberräume, ja. Oder ein paar. Oh. Nur noch zweimal S-Magie. Oh, mein Plan einfach nicht mehr auf, dass ich mich einfach dumm und dämlich heile. Muss ich wirklich mit Strategie gegen den kämpfen? Das kann doch nicht sein. Sensenmann besiegt. Ha. Du erhältst den Bombenzauber. Das war ja einfach. Du hast ihn tot getötet. Nein, besiegt. Er ist entschlafen. Oder wie hieß das? Doch, ich so, ne? Willi ist entschlafen. So, jetzt muss ich doch hier nur nach Süden wieder, ne? Genau. Also langsam wird ein Schuh draus. Halb acht. Achso, mir ist übrigens aufgefallen, heute ist ja Feiertag. Also wir könnten prinzipiell sogar noch länger machen als sonst. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Schlefatzke. Bei den anderen, die vielleicht auch noch wach sind. Prinzipiell könnten wir auch bis 9 Uhr spielen heute. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Flow hier ist im Spiel. Und wie viel da noch kommt. Endlich. In der Kristallwüste kannst du mit dem Bombenzauber die Höhle der Ruinen entdecken. Ja, ich glaube eher, ich kann die Höhle damit in Ruinen setzen und damit reinkommen. Ja, toll. Crystal Cave oder was? Kristallwüste. Aber ich weiß auch gar nicht, wo die ist. Ich mach mal gerade Firefox auf. Oh Mann. Können wir gemeinsam rätseln? Ich glaube, ich mache mir das erstmal als Bookmark. Ich brauche das nicht jedes Mal in Lesezeichen-Symbolleiste. So. Cave of Ruins, das klingt gut. 41. Wo ist die denn wohl? Ach, da oben. Ach so. Klar, Kristallwüste, da sind wir ja. Ja gut, dann. Ist ja gar nicht so schwierig. Achso, ja richtig, der schläft nur, bin dabei. Sehr gut. Du kannst nicht über Wasser laufen, ja. Aber der Dr. Borow, ja, ja, ja. Ja, alter Mann, ich würde gerne die Stadt verlassen und die Welt retten. Aber wenn du mich nicht lässt, dann kriege ich das nicht. So, danke. Vielleicht Kristalle zerbomben und dann findest du Ruinen. Ja, wahrscheinlich so. Aber ich muss hier erstmal übernachten und mein Inventar auffüllen und so. Oh! Es ist ja nett gedacht, dass man automatisch mit den Leuten redet, wenn man auf sie zuläuft, aber es passiert einfach zu oft, dass es ausgelöst wird, wenn man es nicht will. Scheiterte die Rettung der Welt an einem alten Mann, der dir erzählte, was du schon weißt. Ja, das ist auch eine sehr passende Metapher auf die heutige Zeit einfach.
Schlüssel habe ich noch, ne? Aber guck, wenigstens ist dieser Stadt jemand, der mir sagt, wo ich bin. Den von Wandor liegen im Wüstensand begraben. Ach so. Oh, es war sogar wirklich hilfreich. Ah, okay, beim ersten Mal hätte es gereicht. Das Böse von Wandor blühte hier in dieser Gegend auf. Aber ein Gemma-Ritter besiegte das Böse. Hat dir schon jemand gesagt, dass du ein Isch bist? Ja, ich weiß nicht. Wie furchtbar kann denn ein Spiel sein? Dass Dr. Bohrhoff dir helfen kann, übers Wasser zu laufen. Ja, ich weiß auch nicht. Hast du meinen Trick gesehen? Ich bin extra ganz weit nach links gegangen. Im anderen Bildschirm, dann möchte ich nicht, also. So. Nimmst du deinen Dodo mit? Na klar. Ich glaube, ja, ein bisschen was jetzt zu Fuß machen. Aua. Bombenzauber, der ist ja nicht so bombig. Haha. Ah. Warte auf mich. Achso, jetzt habe ich tatsächlich direkt beim ersten Versuch die richtigen Kristalle ausgewählt. Wie praktisch. Was? Bin ja ich? Hilfe. Tollen Online-Spiele, die nur in Schleswig-Holstein verfügbar sind. So, du sollst Lotto spielen, ja. Genau. Eis. Nee, hilft auch nicht. Rache gefunden. Okay. Achso, das ist ein Schild, ne? Oh boy. Oh, was? Ne, es macht an meiner Verteidigung gar nichts. Schade. Ein Drache zum unterm Arm klemmen. Ja, irgendwie so, ne? Ich schaue hier trotzdem erstmal noch, was ich hier links machen kann. Wenn die mich durchlassen. Doch nur ein Drüberschild, ja.
So, oh, aha. Aha. Ein Drache zum Pieken. Oh, 102 Angriff. Geil. Oh, Entschuldigung. Prost, erstmal zweiter Kaffee, ne? Gut, dass ich mir den vor einer halben Stunde gemacht habe. Oh. So, vielleicht kann ich damit jetzt aber hier die... Nein, immer noch nicht. Schade. So, war ich hier schon in den anderen Räumen? Nein. Versuche ich mal nach oben zu kommen. Oh ja, oben geht. Hier ist nichts. Oh, aus den Spiegeln kam Spiegel-F-Zocks. Ja, vor denen habe ich auch ganz schön Angst. Ich glaube, es ist nicht mit meinem Feng Shui zu vereinbaren. Es ist doch schon wieder ätzend, dass ich eine neue Waffe finde, aber die nicht gegen alle Gegner hier funktioniert. Oh, hallo. Der Sichelanbeter. Ja, was mache ich denn mit dem? Achso, ich schieße einfach mit Bomben ab, ne? Oder? Nee. Was steht denn hier in meinem schlauen Buch drin? Enter the Cave of Ruins, ja, das war ich schon. Find the Mantis and it's by far the easiest boss in the game. Easier than the very first fight even. All he does is move back and forth and do a very slow zigzag. To beat him, just equip the dragon sword and cure maybe and walk up to him and wail on him. Okay. Also muss ich jetzt hier auch wieder durch diese blöden Zacken durchlaufen. Die mir Schaden machen. Ja, geil. Der hätte mich doch gerade schon wieder fast gekillt. Na, easy ist Boss, weiß ich nicht. Okay, wirklich viel macht er nicht, aber... Gottesanbeterin. Ha! Guck! Dann warst du noch happy, dass du nicht in Deckung gehen musst. Ja, aber... also das finde ich auch nicht schlimm. Aber ich muss halt wieder Energie opfern, damit ich hier durch dieses Ding durch kann. Und hier ist auch wieder. Das ist doch... Das kostet mich 120, hast du das gesehen? Ich hatte 134. Jetzt habe ich noch 11. Das kann doch nicht sein. Sowas ist wirklich einfach schlechtes Design, finde ich. Und jetzt muss ich mich hier mit Heiltränken wieder hochheilen. Aber gut, das Spiel ist 30 Jahre alt. Das, was? Warum komme ich hier nicht durch? Vielleicht auf dem Rückweg noch einmal. Der Knopf hat jetzt irgendwas gemacht.
beat him, just stop playing. Also, proceed to the next room, equip the rusty sword. Achso. Rostig. Das rostige Schwert entfaltet seine Kraft. Der dunkle Turm erscheint irgendwo in diesem, in dieser Wüste. Oh! Nimmst du mir ein Dodo mit? Na klar. Aber krass, okay, dann war das ja schon der ganze Dungeon. Was steht hier? Press the switch, you'll be teleported outside of the cave. From the entrance of the cave, go down, bla bla. Ja, dann gehe ich doch jetzt nochmal in die Stadt zurück kurz. Voll machen kann. Und mir nochmal erzählen kann, was denn hier so alles passiert ist. Das Schlimme daran ist halt auch einfach, dass die ganze Zeit sich bewegen. Und ich dann ständig aus Versehen da reinrenne. Gute Nacht. Genau, die Dialoge, die starten automatisch, wenn ich reinrenne. Also ich muss da nicht A verdrücken. Das ist eigentlich eine geile Sache, finde ich. Normalerweise muss man ja erst drücken, ja, aber nee, hier geht alles automatisch dann. So, ja, da ich nach wie vor kein Dings tragen kann, keine Tränke kaufen kann. Jetzt zahlt sich aus, dass ich so wenig Mana habe. Mist. Turm suchen, ne? Oh, das ging einfach. Komm, wenn ich erzähle die Dinge, die längst überholt. Ja. Aber warum springt ihr denn da nicht rein? Ach, ich kann den mit dem rechten Stick steuern. Ah, das heißt, ich kann Kaffee trinken und umlaufen gleichzeitig. Geil. Marcy, Dr. Borov hat mich gemacht. Er ließ mich hier zurück. Ich warte seit 50 Jahren. Er hat mich vergessen. Nimm mich mit. Ich kann dir helfen. Oh, okay. Was kann der denn? Magieauffrischung. Oh, wie geil. Bist du noch eben, als ich mich so beklagt habe?
brauche ich jetzt nämlich auch gar nicht so oft die Waffe wechseln, glaube ich. Weil ich jetzt einfach zerzaubern kann und dann, wenn ich keinen Bock mehr habe, kein Mana mehr habe, kann ich einfach Refresh machen. Boah, die Musik, ey. Grausam. So, aber das rostige Schwert ist immer noch super schlecht. Schade. Zauber nehme ich aber das Feuerding, weil das ist ja zielsuchend. Brauche ich nicht so genau hingucken, was ich tue. Nächster Level, yay! Ist auch geil, dass ich immer noch nicht weiß, was hier Reife und Wille machen. Oh, ich bin fast kaputt. Der Mana-Baum wächst durch Energien der Natur. Okay. Das ist gut zu wissen. Es ist wichtig, dass sie so Daumen hoch und Daumen runter machen. Boah, die Musik ist super anstrengend gerade, finde ich. Wichtig, das muss man unbedingt noch beim Gedenkstein festhalten. Ja, auf jeden Fall. Achso, was sagt denn mein Schlüssel? Ah, doch. Ach, 12 Stück noch. Nee, 11, aber. Nee, doch, ja. Sollte reichen. Das Böse in den Menschen macht dir den Baum böse. Was? Der Baum ist böse? Böser Baum, pfui, ab in die Ecke. Ja, also ungefähr stelle ich mir das auch vor. Stellt sich eben, weil auch nur ein Gegner da. Naja. Wir wissen ja schon, dass der Baum ständig in die Flüsse pinkelt. Stimmt, ja.
Als hier mit dem Zauberdings habe ich eigentlich wieder ein bisschen Secret of Mana Flare. Wo ich einfach die ganze Zeit rumstehen kann und meine Zauber wirke. Wasser aus dem bösen Mana-Baum verwandelt Menschen. Ein übler Teufelskreis zwischen Energie und Mana. Oh. Begleiter ist vom Beruf wegen offenbar Sturmtruppler. Ja, stimmt. Hier geht's gar nicht weiter. Yo, hey, Jackie Chino. Einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Geht es dir? Warum bist du so früh wach? Ist bei dir kein Feiertag? Kannst nicht noch mehr tragen. Was? Dann verbrauche ich mal hier so ein Lebensdings. Schon länger wach, doch Feiertag. Meist sterbe meist zwischen 6.30 Uhr und 7 Uhr auf. Oh, krass, ja, das finde ich cool. Also ich, beziehungsweise wir, die Anwesenden hier, sind ja auch eher die Frühaufsteher. Und ich finde das immer ganz cool eigentlich, wenn man auch an den Tagen, an denen man eigentlich frei hat, trotzdem früh aufsteht. Weil Team mehr vom Tag und so. Nein, klar, ich zocke jetzt einfach nur, aber dann geht ihr so ins Bett, wenn ich fragen darf. Normalerweise so gegen 23 Uhr. Dann stehe ich um 5 wieder auf. Kann ich hier runter? Wo komme ich dann raus? Achso, ach, von hier bin ich. Ach, okay, das ist der normale Eingang. Entweder gezwungenermaßen oder um Mypos-Stream zu gucken. Oh. Aber ich muss sagen, Schläferzke, hättest du nicht gesagt am Freitag, dass du heute auch früh aufstehen wirst, dann hätte ich vielleicht auch länger gepennt, aber vielleicht auch nicht. Also wahrscheinlich schon, weil ich bin gestern doch erst um 12 ins Bett gekommen. Ich bin dann halt morgen noch etwas müde. Und bin erst um 5.30 Uhr aufgestanden. Aber sonst so weiß ich nicht. Also ich bin nicht so der Fan davon, irgendwie, nur weil ich am nächsten Tag frei habe, ewig lang aufzubleiben. Um mir damit nicht irgendwie meinen Rhythmus zu versauen. Weil ich stelle mir dann einfach mal die Frage, das, wofür ich jetzt länger wach bleibe, würde ich dafür auch früher aufstehen? Und wenn die Antwort nein ist, dann gehe ich halt ins Bett. Und wenn die Antwort ja ist, dann stehe ich halt am nächsten Tag einfach früh dafür auf und mache es dann. Gestern Abend extra nochmal auf den Streamplan geguckt, um zu schauen, wann du anfängst. Oh! Das ist schon, aber das ist schön. Das ist gut zu wissen, dass der Streamplan tatsächlich benutzt wird. Ich poste den hier zwar immer fröhlich rein. Hab ich nicht gehört, wann ihr so ins Bett geht. Ich gehe so um 11 ins Bett. Also ich schlafe in der Regel ziemlich genau 6 Stunden pro Nacht. Am Wochenende ein bisschen länger. Da klingelt der Wecker erst um 8. Aber ich gehe dann trotzdem auch um. Oh, jetzt habe ich es verbuggt. Ich bin gestern so gegen 2:30 im Bett. Was? Bin länger wach und schlafe gern aus. Gibt halt Dinge, die haben Priorität. Meine Güte. Ist ja komplett irre. Ah, cool. Also richtig, hier geht's noch weiter hoch. Weil ich glaube fast nach dem dunklen Turm ist auch bald Ende. Also vielleicht ist heute doch nicht bis 9 Uhr. Nee, das wollte ich nicht. Ich habe gestern noch meine Bettwäsche gewaschen und der Trockner braucht ewig. Ach, okay. Na gut, dann ist das stattgegeben. Spiel auch nochmal speichern. Ich hatte ja gestern Abend noch mit Oldbomb Baba is You gestreamt.
bis 10, aber dann haben wir uns irgendwie danach so ein bisschen verquatscht. Und dann war es auf einmal schon 12. Und dann ist tatsächlich, musste er dann auch noch irgendwie was machen. Der Mugel, wie süß, ja. Also es ist schade, dass man dann super verletzlich ist und super viel Schaden bekommt. Schlossen, oh. Wie ätzend das wäre, wenn ich jetzt keine Schlüssel dabei hätte. Also das ist... Ich mag das Spiel eigentlich schon gerne. Aber das ist so eine Sache, die mich stets wieder ärgert. Der König von Vandol empfing die Macht des Mana. Dieser Macht kann nur einer widerstehen. Ein Gemma-Ritter mit dem Excalibur. Das bin dann wohl ich. Wenn ich arbeiten muss, fange ich gern früh an, damit nachmittags früher Schluss machen kann. Der Weg zur Arbeit nicht so stressig ist, wegen voller Bahn und so. Rein pragmatische Gründe. Leider feste Arbeitszeiten. Ah. Habe ich vorher genauso gemacht. Ja, ich auch. Allerdings habe ich dann irgendwann ja angefangen, den Frühstückstock zu machen vor der Arbeit. Also auch aus dem Grund, weil ich halt nicht um 6 Uhr schon im Büro sitzen soll. Also ich dürfte es wahrscheinlich schon, aber dann bin ich halt auch irgendwie 2 Stunden alleine da. Und dann könnte ich zwar theoretisch um 14 Uhr schon wieder abhauen, aber da ich doch irgendwie auch teilweise mal mit meinen Kollegen zusammen was machen muss und so, ist das dann so schon sinnvoller. Und so stehe ich dann halt trotzdem früh auf und mache halt einfach noch 1-2 Stunden was, worauf ich mich freue. Das macht mir auch das Aufstehen leichter, weil ich halt denke mir, ja geil, aufstehen, zocken. Oder an den Tagen, wo ich nicht zocke, da gehe ich ja laufen morgens. Das heißt, ich habe halt, wenn ich aufwache, direkt was Cooles vor sozusagen. Und es ist so ein bisschen für mich wie früher als Kind, wenn man Geburtstag hat. Da ist man ja auch dann super fit, schon morgens um 6 Uhr oder so. Bonds Gleitzettel könnte theoretisch bis 9 auf der Arbeit aufschlagen. Einmal versucht, der Weg zur Arbeit war die Hölle. Mir ist 9 bis 28 Uhr. Stell dir vor, 28 Uhr her. Ach, hier übrigens die Emotes. Die bouncen jetzt nicht mehr rum, die bubbeln jetzt so hoch. Das habe ich auch umgestellt. Ist sehr schön, oder? Ich muss sagen, dass es schön ist, sonst bin ich traurig. Wieso habe ich denn eigentlich immer noch den Opalhelm? Naja. Wunderschön. Ja, danke schön. Sehr schön. Das Emote freut mich am meisten, wenn das hochgepoppt kommt. Verschlossen. Achso, jetzt muss ich wieder den Schlüssel ausrüsten. Der Gemma-Ritter mit dem rostigen Schwert wird geprüft. Dem wahren Gemma-Ritter soll das legendäre Schwert überreicht werden. Excalibur. Okay, ich schätze, ich muss irgendwas mit dem Schwert machen. Denn geht es sonst nicht weiter. Das heißt, Waffe rostig. Ja. Aber das müsste übrigens auch mit den mit normalen Emojis aus dem Chat gehen. Wenn ihr zufällig gerade am Handy sitzt und guckt, dann könnt ihr das, glaube ich, darüber gucken, ausprobieren. Oder wenn ihr am PC sitzt, könnt ihr cool sein und Windows und Punkt drücken. Das ist noch gar nicht Excalibur, nee. Einmal nicht. Also wahrscheinlich schon und am Ende kommt dann raus, das Schwert war die ganze Zeit das gleiche, aber der Wille hat es besonders gemacht und ich bin fast tot. Ah, jetzt habe ich hier wieder falschen Knopf gedrückt. Magie. Leben.
Ist auch witzig, der Debuff, wenn man verzaubert wird, der hält so lange an, wie dieser Jingle geht. Aber wenn ich währenddessen ins Menü gehe und der Jingle durchläuft, dann habe ich keinen Indikator mehr dafür, wie lange der Debuff noch anhält. Interessant, oder? Ja. Ah, mit dem Emoji-Dingens hier im Chat. Nee, das meinte ich eigentlich gar nicht. Ich meinte eigentlich eher, hier diese Emotes. Und die funktionieren so halb scheinbar. Manche gehen, manche nicht. Naja. Geil. Ja, das freut mich am meisten. Ach, Quatsch nicht. Ich will doch Flammenzauber machen. Also ich glaube, dass hier unten links in unten rechts in dem Raum, dass da irgendwas ist, was ich jetzt hier zu prüfen habe. Weil da halt sonst eigentlich gar nichts war. Ach doch, von hier sind wir gekommen. Ah, okay. Dann, muss es links sein, genau. Geil, nochmal einen Schlüssel verballern. So, aber hier ist ja nur die Tafel, ne? Das mit dem, nur einer kann wieder stehen, genau. Na, weiter mit dem Excalibur. Ja, was steht denn hier in meinem Guide drin? Upstairs and follow the path until you get here. Und north to the next room. Achso, da muss ich wieder die Wand einhauen, okay. Ja, auch hier kann ich wieder einen Schlüssel verballern. Das finde ich schon auch ein bisschen sehr assi, will ich schon fast sagen. Ah ja. Dass die Schlüssel, also dass die Türen nicht aufgeschlossen bleiben. Dass ich die immer wieder neu aufmachen muss und dafür halt immer die Schlüssel verbrauche. So. Aber hätte ich das hier auf der Karte irgendwie rauslesen können? Ja, okay, das war der einzige Raum, der in diesem perfekten Quadrat noch nicht geöffnet war. Naja. Magie. Flamme. Ja, dann nicht. So, ach, hier geht's schon direkt weiter hoch. Irgendwas Cooles einsammeln vielleicht. Oh. Ich hau mich erstmal hin, ne? Gute Nacht. Boah, diese Musik. So, dann speichere ich nochmal. Öffnet sich nicht. Achso, muss ich die beiden Bullen hier umbringen. Interessant, dass hier einfach so in dieser Burg Tannen wachsen. Because why the fuck not? Ach so, jetzt muss ich die zum Schneemann machen, oder wie? Das ist ja auch witzig, dass es. Funktioniert das nur, wenn da Schneemänner draufstehen, oder wie? Ah, Mist.
denkt, dass der Turm vorher noch unter der Erde war. Ja, stimmt. Oh, das wollte ich doch nicht. Ach so, das hat er gemacht, weil ich komplett aufgeladen war. Okay. Das erklärt einiges. Erst einmal so schlagen. Das ist nicht einfach. Wo rohe Kräfte sinnlos walten, ne? So. Nein! Dieser Blödhammel. Ja, trifft dein Begleiter. Ja, natürlich. Okay. Und speichern. Aber da war es nicht so, da war es okay für diesen Raum, weil da mit der Treppe konnte ich relativ schnell den Raum resetten. Achso, das gilt auch nicht für alle. Schade. Verschlossen. Oh. Ich hab doch nur noch 4 Schlüssel hier nach. Ne, 8. Okay. Brauche ich keine Angst haben. Hoffe ich. Wondol wird bald fallen. Unsere letzte Hoffnung liegt in der Höhle bei den Wasserfällen. Oh nein, es gibt doch noch einen Dungeon. Hoch lebe Wondol und unser Kind der Hoffnung. Mal die Höhle bei den Wasserfällen suchen, ja. Oh, ich glaube. Ach nee, Moment. Erst noch einmal Mana auffüllen und heilen und so. Sieht nach Boss aus, ja. Natürlich das Drachenschwert noch ausrüsten. Dann speichern. Was ist denn Game Guide? Achso. Na krass. Jetzt kann ich hier links oben diese Tasten ein- und ausblenden. Wow. Okay, das ist nicht der Endboss. Natürlich ist auch extrem stumpf. Aber das mag ich ja. Das habe ich mir ja so erkämpft, quasi mein Skill. Also meine Skillung, dass ich das so machen kann. Er hat aber einen Adler aus Link's Awakening. Yo, Garuda bezwungen. Marcy, der Turm stürzt ein. Raus hier, schnell. Aber erstmal machst du nochmal meinen Mana wieder voll. Ja, sorry. Oh, jetzt aber schnell. Nein! Oh nein! Ich werfe dich und springe. Na klar, klappt das? Dann aber schnell. Das ist auch schön für ein Screenshot fürs nächste Mal. Wenn es denn ein nächstes Mal gibt, aber ich glaube nicht. Jetzt, los, Marcy! Nein, du musst die Welt retten. Du
unsere einzige Hoffnung. Oh. Was redest du da? Komm schon. Ich kann nicht springen. Was? Bin geschaffen, um hier zu bleiben. Oh nein. Oh, das ist wirklich ein bisschen traurig jetzt. Marcy. Marcy ist entschlafen. Weil wir ja wissen, dass F-Sock die einzige Hoffnung ist. Ich kenne die gerade mal eine Stunde. Musik, ey, so gut. Ja, stimmt, gerade ist wirklich gut. Aber ich finde zum Beispiel, im Dungeon ist die echt anstrengend. Aber manche Stücke sind echt toll, ja. Wenn man überlegt, dass das, Gameboy halt auch nur 8-Bit, oder? Ach, guck an, wo wir sind. Wenn das mal nicht die Startstadt ist. Jetzt hier rein. Quick Save. Gut, dass ich ihn nochmal mein Mana hab nachfüllen lassen. Wo ist denn dein Dodo? Oh ja, das wüsste ich auch gerne. Ach, der Wasserfall, ja. Ich bin gespannt, was jetzt hier noch kommt. Ach, natürlich ein Dungeon. Aua. Ninjas, aua. Leute, die sich nicht von meinem Schwert beeindrucken lassen. Nein, nicht Magie. Da muss ich wohl wieder den Morgenstern ausrüsten. Keine Magieauffrischung mehr. Ja, genau, deswegen muss ich jetzt wieder ein bisschen sparsam sein. Zeus Axt. Die vielleicht? Irgendwie hilft ja gar nichts gegen, weil... Dann laufe ich wohl einfach durch. Ah, Skelette, die haben Schlüssel dabei. Kann ich mir jetzt auch keinen neuen kaufen, aber ich glaube, ich habe noch genug, ne? Schon. Aua. Hilfe. Nee, das rostige Schwert will ich nicht benutzen. Ah. Ja, Hier war ich doch schon jetzt eben, oder? Genau, ja. Ich muss doch hier irgendwie weiterkommen. So. Enter the portal till you get here. And met at the west wall. Stern.
Nee, das hilft nicht. Aber gut, da unten war ja noch ein Raum. Ich kann ja hier noch einmal nach oben gehen. Schau ich da noch mal rein. Ah, guck an. Guck an. Oh. Ja, wie sieht das denn aus mit Mana Refill? Habe ich dafür noch irgendwas? Nein, das heißt, ich muss mich gleich selber heilen. Ist auch nicht gut. Dann mache ich mal lieber einen schnellen Quick Save. Den Drachen mit dem Drachen besiegen, ja. Ach krass, in dem Guide ist der Weg viel länger beschrieben. Irgendwas habe ich scheinbar anders gemacht. Wird hier. Heal and then save. Advance to fight the boss Dragon Zombie. Dragon Zombie. Ach, warte, das kann ich auch eben für euch mit aufmachen. Mal alle was davon. The Dragon Zombie is basically an incredibly strong version of the Dragon Boss from the Marsh Cave from the very beginning of the game. Of course, you are a lot better equipped and stocked than you were then. New tactic. Equip the Flame Chain, have Cure equipped, and stand in front of it and swing like a madman. This should work pretty damn well as long as you find a safe spot. Since your shield deflects the fireballs and your weapon destroys them. Ah! Preferably as far back as possible, because like I said, it's incredibly strong. This fight will definitely be the one you'll want to have Cure ready for. Okay. Dann machen wir das doch mal so. Ah, nicht mal lieber ein anderes Quicksave-File. So. Waffe. Was hat er gesagt? Flame Whip, ne? Ist sie stärker als der Morgenstern? Oh ja, tatsächlich. Oh, 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 oh. Ich treffe ihn aber gar nicht. Ja, es funktioniert aber nicht so well. Ja, okay. Bye. Ja, Hilfe. Wann kann ich ihn mit Schaden machen? Das habe ich nicht verstanden. So, ich speichere lieber auch so nochmal. Also wann ist er denn verwundbar? Irgendwie ja nicht immer. Da unten irgendwie nicht. An der Seite manchmal, ne? Würde ja gern verstehen. Thank you.
hab's nicht so ganz verstanden, wann ich ihm Schaden machen kann, wann nicht. Der läuft ja wirklich noch hoch und runter irgendwie, ne? So incredibly strong war der jetzt aber auch nicht. Drachen besiegt. Juhu! Leider kein Mana mehr. Und auch kein System erkennen. Ja, aber pff, war ja auch nicht nötig. Aber besiegt, das zählt, ja. Blöd ist halt, dass wir kein Mana mehr haben. Schon der nächste Teleporter. Komisch, weil teilweise machen die Gegner einen Schaden und manchmal halt irgendwie 100 oder so. Ich weiß immer nicht, was ich da jetzt machen soll. Da kann ich schon weiter teleporten. Ich weiß auch nicht, ob es sich wirklich lohnt, hier alles zu erkunden. Oder ob ich nicht einfach nur weiter will. Oh, okay, es gibt also mehrere Teleporter pro Welt. Ah, okay, aber es gibt einen richtigen. Okay, ach, hier geht's auch noch nach unten. Oh Mann. Aber... nee, von hier bin ich gekommen. Okay, dann muss ich jetzt wahrscheinlich hoch und dann rechts den nehmen. Hoffe ich. Ja, okay. Dann einmal heilen. Und nochmal heilen. Wobei, vielleicht kommt ja gleich noch irgendwie so ein Ding, wo ich mich auch heilen kann. Das möchte ich jetzt meine Heil-Items eigentlich nicht verschwenden dafür. Verschlossen. Also war ich hier schon? Liebe Teleporter Dungeons. Ja, ich auch. Vor allem, wenn man dann noch Schlüssel verbrauchen kann. Das Beste. Ah. Hier war ich auch noch nicht sehr gut.
Wobei, die kann ich auch easy besiegen, ne? Ja, nicht mit der Waffe, aber mit dem Drachenschwert, glaube ich. Ne, auch nicht. Tassido, einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Noch ein Frühaufsteher. Sieht ja richtig muckelig hier. Stern. Na. So. Frühaufsteher. Ja, auch für Feiertag, finde ich. Ist. Ich behaupte mal, du bist schon seit 8 Uhr wach. Und für einen Feiertag finde ich das schon recht früh. Was mache ich denn? Okay, hier komme ich nicht durch. Halb 9 ist nachtschlafende Zeit, ja. Ja, super, wo muss ich denn jetzt hin? Oder kann ich in dem Raum drüber irgendwie noch links oder rechts? Ah, gut. Ja, ich schon diese zwei Dinger hier sehe, ne? Oh, super Magietrank, geil! Nein. Ich glaube fast. Ich versuche das nochmal hier von den Typen zu kriegen. Aber erst. Genau, guck, ob ich da wirklich durch kann, ja. Wenn die das nämlich öfter droppen jetzt, das wäre schon cool. Naja, oder auch nicht. Nee, keine Lust mehr. ich sollte vielleicht doch nochmal wieder heilen. Ein paar Lebenstränke habe ich ja noch, zum Glück. Ja, und dann portet er sich einfach dazwischen, der Drecksack. Naja, trüb. Aber ich glaube, trüb macht auch gar nichts, außer dass es die Grafik so umdreht, oder? Alle töten mit dem. Geil. Ist nicht letztes Mal eine heilende Begleiterin. Ja, aber die Begleiter, die wechseln immer durch. Die hat sich entführen lassen, ja. Ich mach mal schnell einen Speicherpunkt, bevor ich den Schlüssel verschwende. Denn so langsam werden es doch weniger. Ja, genau, das hat sich nämlich nicht gelohnt, außer. Aber ne. Sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendwo noch weiter. Ne, dann lade ich das mal eben. Führen lassen, was für ein unpraktisches Hobby. Ja, finde ich auch. Ich habe 1000 Mal gesagt, sie soll das lassen, aber. Ach, da war noch ein Ausgang. Ein links und ein hoch und dann wieder links. Weil ich hatte eben auch einen sehr praktischen Begleiter, der konnte mich nämlich mein Mana wieder auffüllen. Passiert ihm ständig, dass die Begleiterin zu Medusa machen lassen. Der Begleiter ist vom Turm gefallen. Der ist nicht gefallen, der ist mit dem Turm zusammengestürzt, ja. Öffnet sich nicht, Punkt, 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 ja. Achso, da muss ich hier wieder einen Schneemann machen. Gut, dass ich wieder Magie habe. Oh. Oh, das ist ja fies, jetzt muss ich hier... Oh, ne, da mache ich auch einen Quicksave, da verschwende ich ja viel zu viel. Den muss ich jetzt mit dem
Erst zerstören. Oh, das ist ja cool. Das ist ein cooles Rätsel. Oh, wenn man nicht zu doof ist. So wie ich es gerade bin. Dann sollte ich meinen Quickload aber auch laden. Mal speichern. Ha! Geil, das hat Spaß gemacht. Davon bitte mehr Rätsel, lieber Entwickler. Oh, eine Treppe? Kommt hier etwa noch ein Boss? Gegen den habe ich auch eben schon gekämpft. Vielleicht ist das jetzt der super Stronge. Aua. Aua. Hä, aber wieso kommt der denn zweimal der gleiche Boss? Das macht doch gar keinen Sinn. Muss ich mal kurz in meinen Guide reinschauen. Ne, da kommt er auch nur einmal drin vor. Hä? Wie geht hier, ja. Advance to the Boss, Dragon Zombie. Verrückt. Naja, egal. Da muss ich das wohl machen. Ich habe wenig Mana. Aber es... Ja, bald ist es einfach, um mich voll zu heilen. Und equippe dann schon mal die Heiltränke. Ja, drückt mir die Daumen, Leute, dass das was wird. Ach nein, er hat ja nur geschlafen. Naja, er ist entschlafen. Aber ob ich jetzt hier quicksave oder... Unten ist eigentlich egal. Oh, Manual? Ach, okay, ich dachte, es gäbe ein Handbuch. Ich drücke immer alles. Schreibt doch meine Art, dieses Spiel zu spielen, ganz gut. Wow. Also die Feuerbälle machen mir nur einen Schaden, das ist gut. Ich muss ihm eigentlich nur aus dem Weg gehen. Zu sehen, dass er mich nicht so berührt. Dann ist es, glaube ich, relativ easy. Ich könnte natürlich immer noch die stärkere Waffe nehmen. Denn ich glaube, die Flammenpeitsche macht mehr Schaden, ne? Ja, genau, 86. Und ist auch schneller. Oh, und ich habe keinen Heiltrank mehr ausgerüstet. Die machen echt nur einen Schaden. Ja, irgendwie schon. Also das Krasse ist halt, wenn er mich berührt. Ja, ich glaube, so langsam habe ich auch raus, wann ich ihm Schaden machen kann. Nämlich immer so, von der Seite. Der verdient seinen Tod. Na gut, aber wenn es eh ein Zombie-Drache ist, dann hat sich das ja sowieso mehr oder weniger erledigt. Dann ist er ja schon tot. Ja. Ich kann da wirklich nur die untere Hälfte irgendwie treffen. So, ja, zack. Okay, ich glaube, ich kann mich einfach
Scheiße. Was, warum läuft der jetzt andersrum? Mich hier unten verstecken? Witzig. Kann sie nur diskorporieren. Weiß nicht, was dieses Wort bedeutet. So, easy peasy. Ach, roten Drachen besiegt. Ohohohoho. Der rote Drache. Heititai. Da möchte ich bitte drauf, danke. Korpuskörper, das gleich wegmachen. Ja, ist das wirklich so? Also, kann man die Wörter einfach so zusammenbauen? So, wehe, ich war hier jetzt schon. Okay, gut. Ich kann's, ja. Dann ist ja gut. Nein. Ich fürchte ja fast, dass ich nochmal gegen Gegner kämpfen muss. Sollte, damit ich irgendwie ein paar Items kriege, die mir im letzten Kampf dann zugutekommen, aber eigentlich habe ich da nicht so Bock drauf. Laufe ich jetzt gerade rückwärts? Aber ich fürchte auch fast, dass ich das heute nicht mehr schaffe. Ist auch am Mittwoch ein Frühstückstalk wieder, der noch relativ kurz wird wahrscheinlich. Aber, naja. Da komme ich gar nicht durch. Witzig. Ach, hier kann ich doch mit dem Enterhaken wieder aufräumen. Mit dem Morgenstern. Super Magietrank, geil. Perfekto. Und den bitte auch noch einen jetzt. Das wäre toll. Dann nicht. Ach, die gehen auch beide mit dem. Ich fände es cool, wenn es auch irgendwie so einen Bonus gäbe, wenn man alle Gegner auf einem Raum tötet. Fühlt sich nicht, aber den richtigen Schalter finden. Oder muss ich ihn auf den richtigen Dings schieben? Oh nein. Ja, ich muss wieder einen Schneemann bauen. Magie. Ach, erstmal ein Magietrank. Gut, dass ich eben einen gefunden habe. Dann Magie. Eis. Aus. Nein, ach, okay. Dann speichern. Und reset. Oh! Boah, da guck ich mal nach, welche beiden das sind. Da hab ich keinen Bock drauf. Place a snowman here. Okay. Aua. Das war einfach. Thank you.
Ich sollte mich nochmal heilen. Ich wäre doch ganz froh, dass ich so viel Heal-Items am Anfang eingepackt habe. Ich hoffe auch, dass gleich einfach nochmal ein Level abkommt. Das wäre geil. Oh ja, geil. Nicht mehr viele Gegner. Jetzt habe ich noch einmal volles Mana und volles Leben. Yes, nice. Dann mache ich Kraft auch volle Pulle wieder, damit ich ein bisschen heller zuhauen kann. Nee. Och, Leute. Das gibt's doch nicht. Wie viele Bosse kommen denn da noch? Und warum stehen die alle nicht in meinem Guide drin? Ach so. Der Boss, der hier beschrieben ist, der Dragon Zombie, das war noch gar nicht der, den wir eben hatten. Jedes Mal denke ich, diese Säule muss doch irgendeine Bedeutung haben. Irgendeine Drache, Zombie-Drache, Skelett-Drache. Ich kenne einen Monster. Meinst du, es wird immer schlechter? Ja, genau, als nächstes kommt der Geisterdrache, ja. Oh Mann. Aber gut, das hat er eben ganz gut hingehauen mit der Peitsche, ne? Dann nehme ich die doch jetzt nochmal. Flammenpeitsche, warum ist die eigentlich so weit unten? So, der scheint sich wieder genauso zu bewegen, ne? Hab ich mir schon einen von den Köpfen abgehauen? Oh, heilen. So, dran gehst, weil ist die Peitsche nicht. Der scheint einfach zu sein. Joa. Aua, oh, das war knapp. Zombie-Drachen, ahaha. Ein Elefant. So. Nicht mit dem Aussterben bedroht, ja. Wegen mir. Okay, das sieht aus. Das ist mir jedenfalls herum. Ja, genau. Also bevor wir jetzt hier noch weitermachen, noch mal ganz kurz Pause machen, denn der Kaffee muss langsam wieder raus. Deswegen gib mir ein paar Minuten. Bis gleich. So, und weiter geht's. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Also eine halbe Stunde circa habe ich noch.
Aber dann bin ich zum Wandern verabredet, deswegen ich auch mein Wanderhemd anhabe. So, ich sehe, du bist ein würdiger Gemma-Ritter gewesen. Ich überreiche dir so Excalibur. Vernichte Julius. Okay. Du erhältst Excalibur. Geil. Excali. Freunde sagen Excali. guten Morgen. Hey, MacJack, einen wunderschönen guten Morgen. Kommst genau richtig zum großen Finale. Ich mach nochmal einen Quick Save. Finale. Hey, Looney Moon ist auch da. Einen wunderschönen guten Morgen. Hast es ja doch noch geschafft. Das freut mich. Ah, hier ist der Mana-Baum. Wir rottet gerade die Elefanten aus. Ey! Psst! Mana. Du bist spät, F-Zog. Ach, guck an, jetzt gehen die Emojis. Verstehe das nicht. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber, naja. Ich habe bereits die gewaltige Macht des Mana. Dafür retten wir Bäume. Ja, stimmt. Die Zeit ist reif für das Kaiserreich Neuwandol. Jetzt, wo ich die gewaltige Macht habe, brauche ich dich nicht mehr, Elfzog. Was? Drei Stück? Lecco Mio. Wow. Okay. Oh, einer ist schon weg. Ja, einfach. Dann warte ich doch hier wirklich einfach, bis mein Schwert aufgeladen ist. Bewegen sich aber auch nicht so viel, ne? Oh. 3 gegen 1, das ist unfair. Ja, also es hätten lieber 10 gegen 1 sein sollen. Julius besiegt. Nun erfahre die wahre Macht des Mana. Oh, oh. Hm. Ja, das war witzig, sagte er, oh, ja, load, quick load, yes. So, kann ich noch ein paar Elefanten umlegen? Das war eigentlich der Grund, warum ich das machen wollte. Gut, aber ich kann mich natürlich auch nochmal heilen, ne? Oh Gott, du hast fast den Kaffee ausgespuckt. In der Tat. So. Hier nochmal speichern. Oh, draußen ist gerade irgendwas los. Ich habe das Fenster offen. Und ich wüsste nicht, warum man auf dem Pfingstmontagmorgen um 9 Uhr draußen so laut rumkrakeelen muss. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Das ist ein Hund. Weiß nicht. Egal. Du bist zu spät, F-Zorg. So, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee aus. Ja, 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 bla bla. Zeit ist frei. Ja, ja, ja. Hauen aber doch ganz schön rein jetzt. Eben nicht so anstrengend. Schon mal Heildinger ausrüsten. Okay, davon habe ich auch nicht mehr so viele.
Das könnte gleich doch etwas schwierig werden. Soll ich mich auch schon mal so hinstellen, dass ich nicht da stehe, wo er spawnt. Okay. Julius besiegt. So, Quick Save. Nun erfahre die wahre Macht des Mana. Eieiei. Oh, ich glaube, das ist eine. Ja, valide Taktik, wollte ich sagen, aber. Ich bin ja schon fast wieder komplett tot. Oh Gott, ich kann mich nur auf. Ach du meine Güte, das wird eng. Ich muss gleich meine ganzen Mad Skills zusammenpacken. Ja, Hilfe, auch du. Nein! Oh nee, das ist ein richtig anstrengender Kampf. Es kam noch Gefühle der Angst und Aufregung dazu, da waren die Kämpfe nicht so einfach. Ja. Aufgeregt habe ich mich heute leider schon genug. So, Fight Nummer 2. Super Crazy Gargoyle Julius. Warte mal, ich mache das hier doch wieder groß. Also da ich ja wirklich nur begrenzte Mittel habe, um den überhaupt zu schaffen, nehme ich mir jetzt vorweg, hier das einfach zu machen. Probably the hardest form. He swoops from left to right, shooting thunderbolts at you. They can be deflected. When he is directly above you, in any of his three stopping positions, he will swoop down at you. Try not to stay in front of him. Achso, ich sollte vielleicht unter ihn kommen, okay. Only decent tactic, decent way not forfeiting all your remaining MP and items, to run up from the opposite side and do the Superman attack as soon as he's far away as possible, then switch sides and repeat. Still get hit a lot. Have Q already. Ja, witzig. Most importantly, don't even think about getting greedy and trying to get in some lucky shots. Not smart in this fight. You could also do the invincible crazy swing tactic, but that's still risky, so beware. Oh! Hallo Ichigoni. Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen im Mupporatorium. Es ist kein Vorlesestream. Es ist ein Videospielstream. Du kommst genau richtig zum letzten Boss von Final Fantasy Adventure. Ja, genau. Es gibt ja nämlich auch noch Final Fantasy Legend. Das ist ja Mystic Quest bei uns. Also Mystic Quest Legend. Und das hier ist ja das normale Mystic Quest. Da musstest du nochmal kurz nachdenken. Ja. Nee, deswegen. Also sind ja quasi beides die gleichen Spiele. Und, also nicht aber die gleichen Titel. Weil die halt alle so komisch übersetzt wurden. Ja, es ist halt so. So, Julius besiegt. Nun erfahre die wahre Macht des Mana. Alright. Also, Trick ist, Superman Attack machen. Ja, so. Oh nein, das war nicht. Achso, wahrscheinlich von unten nach oben und gar nicht von links nach rechts. Weil ich so von links nach rechts ihn zweimal treffen kann, ne? Aber dann stehe ich in dem drin, das ist auch doof. Das möchte ich eigentlich nicht. Niemand will in einer Endboss drinstehen. Also ich habe noch eins ausgerüstet, das ist gut. Oh, ich fürchte, das wird so ein richtiges Quicksave-Debakel jetzt. Dass ich nach jedem Hit oder so speichern muss. Ach, aber guck, ich habe ihn damit jetzt auch zweimal getroffen, habt ihr gesehen?
Ah, shit. Nein, oh Mann, das wird furchtbar. Eine Fahre, die wahre Macht des Mana. So, ich, warum kann ich mich jetzt eigentlich immer noch heilen, obwohl ich kein Mana mehr habe? Weiß man das? Ah, jetzt geht's auch schon nicht mehr. Okay, das war nicht so schlau. Ich lade direkt neu. Ich bin auch schon wieder tot. Nun erfahre die wahre Macht des Mana. Ich habe keinen Mana mehr, aber ich kann mich trotzdem noch einmal heilen, zweimal heilen. Ach, ich heile mich ja auch gar nicht mit Mana. Ich habe ja mein Item an. Ja, natürlich. Eigentlich könnte ich hier einen Quick Save setzen. Obwohl, nein, das ist wirklich Schummeln. Das möchte ich nicht. Oh, das war nicht so gut. Dann genau, switch sides. Ja, Hilfe. Ups. Nein. Ah, okay. Das ist auch echt traurig, wie wenig das Heil-Item einfach heilt. Also ich habe irgendwie 300 HP und es heilt irgendwie 60. Also, wenn ich einen doppelten... Also, ne? Ah, shit. No! Och nein! Nun erfahre die wahre Macht des Mana. Also eigentlich lese ich nur diesen Text sehr gerne vor. Doch eine harte Nuss zu sein. Ja, aber eigentlich ist er, glaube ich... Also der ist schon machbar, glaube ich. Ich darf halt nur nicht mich hier von ihm treffen lassen. Das ist eher so die Sache. Dieses Muster nicht vernünftig... lernen kann. Immerhin konnte man damals mitten im Kampf zwischen den beiden Kämpfen noch speichern. Ja, stimmt. Also vielleicht hätte ich auch vorher nochmal speichern sollen. Mit Quicksave E. Ja, aber ich hätte in dem Kampf gegen die drei Juliusse hätte ich wahrscheinlich besser sein können. Und auch jetzt hier schon wieder mich nicht von diesen Blitzen treffen lassen. Und doch ganz schön rein, die ich gerade. Ja, guck. Och Mann. Wie ärgerlich. Aber hätte ich halt volles Mana, wäre auch geil, ne? Dann habe ich normal das letzte Mal gespeichert. Aber ich kann ja auch nicht irgendwie zu einem Shop oder so zurück, weil der Weg halt super lang ist. Ich muss den jetzt packen. Das nervt mich eigentlich am meisten, dass ich jetzt nicht einfach nochmal zurückgehen kann, neue Items kaufen und irgendwie nochmal pennen und so und alles auffüllen. Sondern dass ich jetzt mit so einem angebrochenen Spielstand quasi gegen ihn kämpfen muss. Ah, shit, das war dumm. Hast du die Samurai-Rüstung? Nee. Ich hab die Drachenrüstung.
keinen geilen Helm, leider. Den kann ich mal anziehen. Eishelm ist der besser als der Opalhelm? Nee. Das ist auch gar kein Helm, das ist die normale Rüstung. Feels Batman, ja. Indeed. Ich glaube, ich mach mal einen zweiten Quick Save im anderen Slot. Gerade bin ich, fühle ich mich ziemlich safe. Dass es ein guter Run werden könnte. Oh, habe ich keine Items mehr? Doch. Einmal geht noch. Das ist doch nicht wahr. Während ich das Ding benutzt habe. So, jetzt ist alles oder nichts. Kann ich... Nein, nicht load. Jetzt überspeichere ich den zweiten nochmal. Weil jetzt habe ich keine Items mehr. Aber bin relativ voll. Und habe ihn auch nochmal getroffen zwischendurch. Schaffst du? Ja, ich fürchte, ich werde es jetzt einfach so machen. Dass nach jedem Treffer, den ich lande, wo ich nicht getroffen werde, einmal speichern werde. Und dann so Stück für Stück perfekt besiegen werde. Aber ich glaube, ich habe gerade ein Muster gefunden, was so funktioniert, oder? Oh, 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 shit. Mist. Darf sich halt nur nicht treffen lassen. Ach so! Oh, ja, toll, Schläfer, es wird zu spät. Genau, hättest du mir diesen Tipp mal vorher gegeben. Aber gut, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Dann kriege ich den jetzt hin. Danke. Oh, ich muss einmal kurz ans Telefon. Bin sofort wieder da. Bis gleich. So, Entschuldigung. Also, so etwa 20 Minuten haben wir noch. Ich wurde gerade angerufen und mir wurde nochmal versichert, ich darf mich einfach nicht treffen lassen. Also, das ist der Trick. Nee, also ich habe wirklich nur begrenzte Zeit jetzt leider. Was den Druck noch weiter erhöht, dass ich es wirklich schaffen soll. Aber wir packen das. So vielleicht nicht. Aber eben, da lief es echt gut. Als ich dieses Dings drin hatte, so. So, nochmal speichern. Speichern. Wieder Rhythmus finden, ja. Also es ist das schäbigste Art und Weise, dieses Spiel zu schaffen, finde ich. Das, was ich gerade mache, ich hasse mich auch sehr dafür, aber wahrscheinlich werde ich jetzt auch gar nicht mehr getroffen und muss wahrscheinlich gar nicht mehr laden. Aber I can't believe it, ja. Yeah. Bitte erzähl's niemandem. Aber guck mal, ich habe noch kein einziges Mal wieder geladen. Also es läuft echt gut. Ich habe den Rhythmus jetzt drin.
Im richtigen Spiel könntest du es genauso machen, weil du jederzeit überall speichern kannst. Ja. Ich kann das gleich mal machen. Ich kann ja speichern, aber ich glaube, dass er nicht wirklich in dem Kampf jetzt so direkt speichert. Neue Angriffsstrategie. Jein. Also doch ein bisschen. Oh no, oh no. Ah, shit. Es ist vollbracht, Leute. Ohne dass ich nochmal geladen habe, den Quicksave. Also, die ganzen Quicksaves waren alle egal. Die habe ich gar nicht gebraucht. Ah, sehr schön. Oh, wo kommen denn die Herzen her? Da habe ich mich. Yay, geil. Beach 75, das ist der perfekte Punkt, um mir zu folgen. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ah, jetzt kommt eine richtig schöne Fontäne. Ach, wunderbar. Oh, geil. Danke, Freunde. Das. Ah. Ich hoffe, es war auch wirklich der letzte Boss. Nein, nein, alles gut. Ich habe ja extra selber die Emotes schon gemacht und dann durch die Fontäne kommen ja noch viel mehr. FF Adventure Boss 2020, ich war dabei. Ja. Ich mache direkt noch schnell einen Clip. So. F-Zog ist alles in Ordnung. So. Alles in Ordnung, Mana. Jetzt taucht der Boss doch nochmal auf. Auf keinen Fall. Aber Julius bezwungen. Es ist alles vorbei. Oh nein, das ist es nicht. Achso, oh nein, das ist es nicht. F-Zog, mach dich auf einiges gefasst. Nein, nein. Wow. Von wegen Bäume retten. Ach du meine Güte. Ja, okay, ich muss offenbar. Ich muss offenbar doch nochmal Quicksave laden. Oh nein. Ist nicht dein Ernstspiel. Scheiße. Dann hattest du das letzte Mal gespeichert. Ja, nicht nach dem Boss. Ja, also die Quicksave Galore geht weiter. Oh no. Ach, Glück gehabt. Na, okay. So. Diesmal habe ich auch noch mehr Leben. Eben hatte ich nur 57 oder so. F-Zock. Ist alles in Ordnung, Mana? Ich habe Julius bezwungen. Es ist alles vorbei. So, speichern. Oh nein, das ist es nicht. Hätte ich trotzdem nochmal getroffen, ja. Ja, schon habe ich gesehen, aber ist egal. Das Risiko gehe ich jetzt ein. Ich hoffe, der hat einfach nur ein HP, dieser Gegner. F-Zorg, mach dich auf einiges gefasst.
2 HP, wow. Erst Elefanten ausrotten, jetzt den Mana-Wald abholzen. Okay, ich lese mir mal kurz die Strategie für diesen Boss durch. You win. Oh, wait a minute, I guess not. For the last fight, the girl will be in your party. Ah, make sure to take advantage of her ask ability. Ah, what the fuck is that thing, Julius? Julius has a 14-step pattern of teleportation. Oh, nein. He stops and shoots two little fireballs at you, which can be deflected. The best thing is to walk where he appeared last after he appears, and when he reappears, go ahead. Have cure ready, of course. And even use the girl's ask ability. Oh, meine Güte. Okay, also laden. Oh nein, das ist nicht. Ich mach die auf einiges gefasst, ja. So, was kann die denn? Lass mich deine Wunden heilen. Ah, haha, sehr gut. Jetzt speichere ich auch nochmal. Oh, wow, ich bin schon wieder runter auf 71. Ey, das kann ich doch vergessen. Wie viel heilt sie? 71. 86, wow. Also das ist doch... So viel Zeit hat auch niemand. Ja, ich speichere nochmal auf einem neuen Slot, weil wer weiß, wo der jetzt rauskommt. Heilmenü-Spam, ja. Das ist halt leider meine einzige Chance, mich überhaupt zu heilen. Kann man sich da ein Makro bauen? Ja, schön wär's. So, nochmal safen. Ja, wieder heilen. Ist auch geil, dass hier jedes Mal wieder diese 4 Menüpunkte runtergehen muss. Das ist ja furchtbar. Ah, was für ein ätzendes Ende. Oh, da ist er schon wieder. Okay, das war doof. Da lade ich lieber nochmal neu. Hält offenbar im Anschluss mehr, würde nicht direkt mehrmals machen. Achso. Machen die Antennen, macht dieses Anrennen mehr Schaden als draufhauen. Ja, aber das geht nur, wenn ich unten meine Leiste voll aufgeladen habe. Ah. Ach so, das, ja stimmt, das ist so ein Heal over Time. Stimmt, gut, dass du es sagst. Danke. Oh.
Warum? Jau! Warum mache ich denn jetzt mein Special nicht? Ach so, der dreht sich nur im Kreis. Nee, hä? Verstehe ich nicht. Nochmal hier starten, ja, stimmt. Gute Idee. Lass mich deine Wunden heilen. Ja, okay, das war scheiße. Komme ich jetzt hier noch weg? Ohne dass er mich direkt killt? Ja, okay. Huh, Glück gehabt. Ja, gut, my ass, ey. Das macht doch überhaupt keinen Spaß einfach. Oh, warum ist das so? Also wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn ich mich irgendwie noch selber heilen könnte. Du bist einfach zu schlecht. Leck mich, ey. Oh, Mann. Du lässt dich zu oft treffen. Nicht hilfreich, Freunde. Nicht hilfreich. Oh, lass mich deine Wunden heilen. Ja. Aha, so wird ein Schuh draus. Ah. Komm ich da noch raus? Ne. Finde ich auch schlau, jetzt kann ich immer schon einmal gucken, wo er als nächstes rauskommt. So, nochmal Heal starten. Weiß ja, dass er da links spawnt. Einfach so ohne Arbeit ein Held. Ja, das stimmt. Ach, nicht einfach so. Ja, schade. Muss schon was leisten, wenn man die Welt retten will. Ja. Das ist wohl wahr. Lass mich deine Wunden heilen, ja. Lass mich bitte quicksafen. Als finde ich einfach, dass die ganze Zeit hinterher rennt. Ja. Stimmt. Sonst wird das auch nichts mit Wunden heilen. Aber doch nicht ohne Items. Ja. Ach komm, ey. Langsam habe ich, glaube ich, ein bisschen. Beim letzten Mal hatte er dich noch weggeschickt, zu gefährlich. Ja, stimmt. So langsam habe ich, glaube ich, ein bisschen den Dreh raus. Ach, Mist. Naja, erst wieder in Heilung starten. Und dann speichern. Fast voller HP, wow. Das muss aber auch als Zuschauer gerade ganz, ganz unangenehm sein, oder?
No! Okay, da lade ich einfach nochmal. Den Hit will ich mir nicht entgehen lassen. So, nämlich. Ganz unterhaltsam. Och, ja dann. War das nämlich auch genauso geplant. Ich auch, ja. Ja, Hauptsache ihr habt Spaß, ey. Ja, oh, jetzt bin ich schon wieder auf 100. Das ist so assi, wie viel Schaden der macht. No. Das ist das, was mich Montagmorgens um kurz vor 6 aufstehen lässt. Das freut mich mehr, als ich zugeben mag. Lass mich deine Wunden heilen. Das Schlimme ist halt, dass ich gleich irgendwann Besuch kriege und dann wahrscheinlich mitten im Kampf hier aufhören muss. Yes, 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 yes. So, Quick Save. Und ich hoffe, diesmal ist es wirklich geschafft. Oh, so früh habe ich es heute nicht geschafft. Ich bin schon froh, dass ich es sehen darf. Ja. Oh, was ist das denn für ein Icon? Wunsch war. Achso, Glückwunsch. GG, ja, geil, danke. Oh, was soll ich nur tun? Mana, Liebes. Yay, danke schön. Mutter? Aber beim Cheer kommen jetzt auch so ganz viele Emotes. Ist egal, alles geil. Da der Mana-Baum verloren ist, brauchen wir einen Ableger des Mana-Baumes. Achso. Neuer Baum? Mutter. Erinnere dich, was ich sagte. Wir sind die Samen des Mana-Baumes. Wir werden eine Knospe, die man Gemma nennt. Und dann ein Baum. Beschützt von den Gemma-Rittern. Ich wurde zum Gemma, als der Baum verloren ging. Dieser Baum? Warst du das? Ja, Mana. Aber nun bist du die Letzte der Mana-Familie. Ach witzig, dass ich sie auch wirklich so genannt habe. Um den Mana-Baum zu bewahren, musst du hier bleiben und zum Gemma werden. Aber Mana, niemand kann über dein Leben entscheiden. Du musst Mana zum Baum werden. Ja, genau. Außer du selbst. Ja. Mutter, ich werde der neue Mana-Baum sein. Mein Freund, der Baum, war früher meine Freundin. Sehr gut. Nur wenn ich die Letzte bin und falls ich falle, Mutter. So, ja, das wird das Ende des Friedens sein. Was? So, nur wenn ich. Ah, wenn ich ende und falle, ja. Leb wohl, F-Zog. Bitte geh jetzt. Was? Mach dir keine Sorgen. Ich bin hier sicher. Solange du mich vor Bösem schützt. Ja, aber wenn ich weg bin, wird das nicht so einfach. F-Zorg, bitte schütze meine Tochter. Du bist der einzige Gemma-Ritter für diesen Baum. Ich werde bald verblühen. Pflanzen ausrotten, Bäume abholzen, Krieg über die Welt bringen, ein Job well done. Ja. Bitte sag meinen Gemma-Rittern, dass. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Ihr wohl gesagt habe und. Vielen Dank. Ja.
Leb wohl. Mana. F-Zog. Leb wohl. Lebe wohl. Ist schon ein bisschen traurig. Lebe wohl, Mana. Gemma, Wächter des friedlichen Landes. Der neue Gemma darf niemals mehr verloren gehen. Wir müssen ihn für immer bewahren. Nun ja nicht mehr friedlich. Ja, irgendwie, ne? Du, F-Zog, bist nun der einzige Gemma-Ritter. Oh, noch mehr. Ah, Credits. Gut, die brauche ich nicht vorlesen. Jetzt kann ich immer noch mal meine Nachrichten gucken. Ja, haben wir es geschafft, ne? Sehr schön. Es hat doch gelohnt, heute Überstunden zu machen. Quasi den Frühstückszock um 60% verlängert. Wobei eigentlich ja noch mehr. Also normal ist ja nur von 6 bis 7. Aber jetzt habe ich ja bis 8 sowieso erweitert. Da muss ich mal gucken, ob ich das jetzt weiter so mache, jetzt wo ich wieder ins Büro gehe. Eigentlich würde es sich ja anbieten, mit dem nächsten Spiel dann wieder nur eine Stunde zu machen. Aber mal schauen. Ich habe noch nicht so richtig einen Plan, was ich als nächstes spiele morgens. Ich zocke ja so aktuell Xenoblade im Stream. Weil ich Mittwoch früh ins Büro muss und das Finale sonst verpasst hätte. Oh! Umso besser. Ich zocke aktuell sonst Xenoblade. Aber für eine Stunde lohnt sich das eigentlich schon fast nicht. Wobei ich dann einfach immer Nebenquests oder so machen könnte. Ja, ich muss mal schauen. Landkarte, Goro Ohashi. Ja, der hat nicht so viel gemacht. Das kann ich euch sagen. ja, es war auf jeden Fall sehr schön. Cool, dass jetzt noch, doch noch so viele gekommen sind, obwohl halt Feiertag Montagmorgen ist. Ihr hattet einen schönen Start in die Woche. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich verabschiede ich mich jetzt schon. Der Abspann läuft ja noch, aber ich weiß halt nicht, wann. Es kann halt sein, dass hier jeden Moment die Tür klingelt. Deswegen sage ich schon mal Tschüss soweit. Oh, sad. Ja, danke dir auch. Viel Spaß beim Wandern. Ein zweiter Dodo. Jao! Ach, guck an, da ist ja The End. Dann haben wir es ja doch noch komplett geschafft. Sehr schön. Gut. Dann kann ich mich doch groß machen. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Montag. Vielleicht streame ich nachher nochmal irgendwie weiter Xenoblade oder was anderes. Mal gucken. Aber eigentlich habe ich mein Pensum heute schon fast voll. Ich habe jetzt 3 Stunden 40 Minuten. Und der Tag beginnt gerade erst. Ist auch geil irgendwie. Aber mal gucken. Ich gehe jetzt erstmal raus, ein bisschen wandern. Ich wünsche euch einen schönen Montag. Macht's schön. Und ja, es ist leider niemand online, den wir raiden können. Wie immer. Morgen Bauernhof, oder? Ja, genau, morgen Abend. Achso, ja, genau, stimmt. Morgen Abend natürlich wie immer Stardew Valley. Ab 20 Uhr. Aber vielleicht halt vorher, heute nochmal. Ich muss mal gucken. Ihr kriegt ja dann alle die Benachrichtigungen und so. Und, ja. Dann. Bis dann. Feiert schön Pfingsten. Ciao.